Hi Leute, in dem Video geht es darum, wie lange die Entgiftung dauert. Und vielleicht kennt ihr das, dass euch Leute fragen so, ey, es kann doch nicht sein so, warum schaust du gerade so ungesund aus? Oder ja, wie lange dauert denn das noch, die Entgiftung so? Du ernährst dich jetzt schon so lange gesund und erklärst dich schon von Rohkost und es kann doch nicht sein, dass der Körper immer noch am Entgiften ist und wie viel Gifte haben wir denn in uns so? Und das wollte ich euch in dem Video einfach mal klar machen, so wie viel Gifte im Körper sind, wie stark der Körper außer Balance ist, selbst bei jungen Menschen heutzutage. Okay, man muss mal bedenken, wir haben jetzt seit Jahrhunderten, seit Generationen Fleisch, tierische Produkte gegessen und die Körper immer weiter in Ungleichgewicht dadurch gebracht. Und ja, die letzten zwei Generationen hat es ja sowas von Überhand genommen. So, es hat ja erst angefangen nach dem Weltkrieg eigentlich so mit diesem krassen Düngen der Felder. Und Pestizide, Herbizide, sowas, was früher ja noch gar nicht so stark im Einsatz war. Und das Ganze, das wird ja jetzt von Generation zu Generation, wurde es jetzt immer mehr. Wenn man mal bedenkt, früher wurde alles Bio gegessen zum einen. Und ja, heutzutage, man sieht es ja zum Beispiel in den USA oder so, Diabetes zum Beispiel, kann man jetzt mal rausnehmen. Das bekommen schon Kinder. Früher war das ja Altersdiabetes. Und heutzutage bekommen Kinder Typ 2 Diabetes. Und ja, man sieht ja nur daran schon, wie stark das Überhand genommen hat. Im Prinzip, ja, jeder normale Mensch ab 30 nimmt regelmäßig Medikamente und schon mit, ja, von Kindes an wird ständig, wenn man was isst, Aspirin und was weiß ich genommen und wie oft Antibiotika jedes Kind und Impfungen abbekommen hat. Ja. Und dann die Lebensmittel, also das ist so weit von natürlichen Lebensmitteln entfernt, dass, also das kann man nicht als Nahrung bezeichnen. Es ist egal, ob ich ein Toastbrot esse, ein normales, mit lauter E-Nummern oder ob ich eine Zeitung esse, das hat genauso einen Nährwert, da ist nichts an Nährwert drin. Und man sieht ja eben auch, wie krank mittlerweile der Mensch schon in so einem jungen Alter ist. Und die Entgiftung dauert unglaublich lang. Auch wenn die Leute eben meinen, so, hey, jetzt isst du schon seit 5 Jahren Rohkost oder so, das heißt noch gar nichts. Erstmal kommt es dann darauf an, wie man Rohkost isst, was für Rohkost man isst. Es sollte immer nach der Zeit in eine ganz einfache Richtung gehen, dass man nicht mehr so viel mischt, nicht 1000 Sachen durcheinander und ständig Gourmet-Rohkost und keine Ahnung, 3.000-4.000 Kalorien am Tag. Dann passiert da nicht viel mit Entgiftung. Und schaut euch zum Beispiel mal das Video von Lauren Lockman an, auf dem Kanal, das ist ein englischer Kanal und das war zum Beispiel ganz interessant. Lauren Lockman, der hat ein Fastenheilkundezentrum, weiß nicht, wie man es nennen mag, in Costa Rica. Auf jeden Fall kommen in Costa Rica Leute zu ihm, fasten dort und er hat schon mit, hat tausende von Leuten fasten lassen. Er macht eigentlich immer mindestens 20 Tage Wasserfasten. Reines Wasserfasten, macht mit Leuten 30, 40 Tage Wasserfasten. Und er hat zum Beispiel von jemandem erzählt, so, hat ihn angerufen, so, hey, oder beziehungsweise eine hat, glaube ich, bei ihm 14 Jahre, also sie hat sich schon seit 14 Jahren von Rohkost ernährt, hat schon mehrmals gefastet, auch länger. Und sie ist zu ihm zum Fasten gekommen und er fastet halt auch nochmal anders, dass er dabei vollkommene Ruhe dem Körper gibt. Also nicht übertrieben Sport und keinen normalen Arbeitsalltag. Das ist was ganz anderes, wenn man fastet und im Arbeitsalltag ist und dem Körper trotzdem nicht die Ruhe gibt,
dann entgiftet der Körper auch nicht so stark. Es passiert noch so viel, wenn man dem Körper beim Fasten auch noch Ruhe gibt. Und die Frau, die hat nach 14 Jahren Rohkost und mehrmaligen Fasten, bei den Fasten hat sie halt immer gearbeitet und sich gar nicht ausgeruht und total viel Sport und so weiter trotzdem gemacht. Und die hat dann bei ihm nach 14 Jahren Rohkost und Fastenzeiten eben schon trotzdem noch entgiftet. Da kam noch so viel raus und sie hat sich danach tausendmal besser gefühlt. Und da kam auch noch, ja, schaut euch das Video mal an. Und drum, das ist ein so langer Weg. Man muss sich wirklich bewusst machen, wie lange wir schon unnatürlich essen. Und Rohkost ist wirklich erst der Anfang von einer gesunden Ernährung. Vegan geht schon in die Richtung. Es ist einfach nur ein Prozess und es geht immer weiter. Und am Ende, wenn man sich mal anschaut, wie einfach Tiere essen, die essen über Monate das Gleiche meistens. Und wenn wir mal in die Richtung kommen, dass wir nur noch Mono essen oder wenn man eben dann bei so einer einfachen Rohkost angelangt ist, dann, ja, erst dann ist der Körper mal wirklich auf einem richtig guten Level langsam. Und es dauert wirklich Jahre, Jahrzehnte normalerweise, bis jeder mal einigermaßen entgiftet ist. Und ja, das Gröbste durch ist so. Und drum bei mir 2 Jahre Rohkost mache ich jetzt, also komplett Rohkost, 6 Jahre vegan vor. Und es entgiftet jetzt erst auch noch richtig stark noch. Also ja, da passiert noch so viel und nach einer Zeit spürt man auch immer mehr seinen Körper und nimmt immer mehr bewusst, was im Körper passiert. Ja. Und man spürt genau, dass der Körper heilt und man hat allgemein, der Körper wird weicher, flexibler, so. Es wird alles dehnbarer und die Gedanken werden schon freier, man ist nicht so abhängig mehr und verfangen in alten Gedankenstrukturen. Man denkt allgemein dann schon positiver und es wird auch immer besser. Aber irgendwann geht es wirklich dahin, dass man in einen komplett angstfreien Zustand kommt. So. Also Walter Schaube zum Beispiel beschreibt es so in seinem Buch Kerngesund ohne Umwege. Er schreibt halt auch, wenn der Körper komplett entgiftet hat und einmal, wenn man dann fastet, dann entgiftet der Körper da nicht mehr viel stärker. Und Fasten macht einen dann überhaupt nichts mehr aus. Man fühlt sich super wohl, der Verstand ist gestochen scharf dann beim Fasten und viel klarer, man kann besser denken und ja. Und man ist komplett angstfrei, sagt er eben. Sobald er mal ungezüchtete Früchte wieder isst, weil er isst zum Beispiel nur Paradiesfrüchte, also Paradiesfrüchte hat er jetzt die Früchte, die an Sträuchern wachsen und die ungezüchtet sind, bezeichnet. Also in Deutschland ist er, oder europäischen Zonen halt, Erdbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren und das Ganze. Halt solche ungezüchteten Beerenfrüchte, die auch noch frei wachsen, Johannisbeeren und all das. Und ja, er sagt, wenn er gezüchtete Früchte wieder isst, wie eine Banane, dann kommen wieder Angstzustände auch bei seinen Kindern, dann kommen wieder Albträume und sowas. Aber wenn er komplett sich wirklich nur fastet oder von ungezüchteten Früchten ernährt, dann sind da überhaupt keine Angstzustände. Sowas gibt es nicht. Man hat ein gesundes Selbstbewusstsein, man weiß, was man kann, was man nicht kann. Und alles ist gut, man sieht die Dinge dann immer positiv. Ja, Körper und Geist gehören eben immer zusammen. Ja. Und darum, ja, die Entgiftung dauert unglaublich lange. Also, wenn man älter als 25 ist, dauert es auf jeden Fall 10 Jahre normalerweise, mindestens, bis der Körper stark entgiftet hat. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Und dann gehört da eben noch Fasten dazu. Wenn man in der Rohkost noch nie gefastet hat, dann man fühlt sich vielleicht besser, weil halt ja, weil man allgemein nicht mehr so belastet ist durch das neue Essen. Aber die alten Gifte, die noch im Körper gespeichert sind, die kommen erst später raus. Die kann der Körper erst nach Jahren entgiften.
Und ja, am Anfang werden nur diese oberflächlichen Sachen so, die zuletzt, also die naheliegendsten Krankheiten werden am Anfang geheilt, so der Rohkost. Und dann geht es tiefer, dann geht es zu den Organen, ins Gewebe, an die Knochen und dann wird da weitergemacht. Und da hat der Körper erneuert und geheilt. Ja, es geht an immer tiefere Schichten und immer ältere Sachen. Das ist eben das, was man bemerken wird, so bei mir gehen die Erinnerungen mittlerweile immer mehr zurück, so. In Träumen erinnere ich mich immer mehr oder auch so in Situationen aus meiner Kindheit, weil man das früher nur verdrängt hat. Und all diese Krankheiten zum Beispiel, die ich aus der Kindheit hatte, die wurden jetzt dann, die kommen jetzt gerade so hoch, vieles. Und ja, am Anfang eben die näherliegenden und dann geht es immer weiter zurück, immer tiefer. Und drum, die Entgiftung dauert Jahre bis Jahrzehnte so. Das kommt eben aufs Alter drauf an, auf die Krankheitsgeschichte, auf alles eben, auf den Stress, in was für eine Umgebung man gelebt hat, die Luft, was für Medikamente, Quecksilberbelastung, Schwermetallbelastung, durch die Mutter auch weitergegeben eben, Zahn, Blomben, ja, mit Quecksilber oder ähnlichen. Das gibt die Mutter weiter, besonders an Erstgeborene. Oder nennen, Erstgeborene oder nennen. Und ja, all diese Dinge spielen da eben eine große Rolle. Also macht euch wirklich mal bewusst, wie weit wir von einer gesunden Ernährung entfernt sind. Und es ist ein langsamer Prozess über Jahre bis Jahrzehnte. Ja, aber auf diesem Weg wird man eben merken, wie es einem immer besser geht, in was für, ja, Zustände man kommen kann und wie das Leben wieder wird, wie als Kind. Und man einfach wieder so vor Freude strahlt. Und dahin geht's einfach dann wieder. Ja. So viel dazu. Macht's gut, Leute. Ciao.